Guten Abend, herzlich willkommen. Es sind viele Leute heute Abend hier, das freut mich sehr. Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Reihe Ein Jahr im Kalten Krieg, 1956, Ostmitteleuropa und die Welt. Unser, in diesem Fall, also wir, das ist die Schweizerische Osteuropa-Bibliothek. Mein Name ist Eva Maurer und ich freue mich, dass ich Sie heute hier begrüßen kann und unseren heutigen Referenten vorstellen kann. Ja, Pavel Kolaj ist zu uns aus Florenz gekommen, ist aber eigentlich von wo ganz anders her, nämlich aus Prag, wo er an der Karls-Universität sein MA und PhD gemacht hat bei Miroslav Roch 2003. Und er ist schon während seines Studiums und in den Jahren danach, möchte ich sagen, sehr kosmopolitisch unterwegs gewesen. Seine Aktivitäten haben ihn an viele Orte geführt. Ich möchte aber die zwei wichtigsten Stationen hier nennen, die wichtigsten Arbeitsumfelder der letzten Jahre. Pavel Kolaj war von 2003 bis 2010 am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam tätig, am ZZF. Er hat dort 2007 bis 2010 das Projekt Sozialistische Diktatur als Sinnwelt koordiniert, was gemeinsam vom ZZF und der Universität Prag eben betrieben wurde. 2010 hat er dann quasi das Land gewechselt und er ist seither Professor für vergleichende und transnationale Geschichte Europas am European University Institute in Florenz mit eben einem Schwerpunkt auf Ost-, Ostmittel- und südosteuropäische Geschichte. Dem ZZF ist er aber dann trotzdem treu geblieben, ist da seit 2011 Co-Koordinator des internationalen Forschungsprojekts Physische Gewalt und Herrschaftslegitimation im Spätsozialismus, sein neuester Forschungsschwerpunkt hier in der Gewaltgeschichte. Ja, Sie hören schon, unser heutiger Referent hat ein sehr breites Profil und eben auch einen sehr breiten, vergleichenden Blick auf den Raum, quasi kann man sagen, der aus dem Habsburgerreich hervorgegangen ist und dann im Vergleich mit der weiteren europäischen Geschichte, eben transnationale Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, ist ein Bereich, wo er viel dazu publiziert hat. Ein Band, den ich leider nicht mitbringen konnte, den ich aber wirklich hier erwähnen möchte, weil ich ihn sehr spannend finde, ist es der Band Historische Nationsforschung im geteilten Europa, der 2012 mit Miloš Rešnik herausgegeben wurde, wo eben auch die Autoren Miroslav Rochs Konzept der kleinen Nation nachgehen und, finde ich, der einen sehr guten Einblick gibt in den aktuellen Stand der Nationsforschung, gerade in Ostmitteleuropa. Daneben hat er sich aber auch mit der Historiografiegeschichte dieser Region beschäftigt, sowie der Geschichte der Universitäten und Wissensinstitutionen, hat dazu viel publiziert. Unter anderem die Monographie, die ich Ihnen eben mitbringen konnte, weil sie nicht ausgeliehen war, Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa, die Universitäten Prag, Wien und Berlin um 1900. Ich gebe das mal rum. Und ein weiterer Aufsatz, den ich auch sehr hilfreich fand jetzt für viele Vorbereitungen in diesen Reihen, ist in dem Band Narratives Unbound, Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe, der Abschnitt über tschechische Historiografie nach 1989. Sein neuestes Buch aber, das ist, schließt dann den Kreis zum heutigen Vortrag, ist ganz frisch erschienen, ich habe es heute aus der Kiste ausgepackt, es hat noch kein Etikett, aber ich bitte Sie, es mir trotzdem zurückzugeben. Am Schluss, der Poststalinismus, Ideologie und Utopie einer Epoche, eben gerade bei Böhlau in den zeithistorischen Studien erschienen. Ja, ich denke, damit haben wir heute wirklich jemanden, der eben mit seinem Profil und mit diesem breiten Blick 1956 in einer anderen, neuen Perspektive anschauen wird. Ich bin sehr gespannt darauf, ob wir hier auch Antworten auf die Frage bekommen, die eben bei unseren Vorträgen schon mehrfach aufgetaucht ist, in welchem Sinne ist 1956 eine Epochenschwelle, für wen, in welchem Kontext, in welcher Art, und da bin ich gespannt darauf. Ja, wie Sie diese Frage heute beantworten. Nur einschalten. Gut. Und das ist mein PowerPoint, also die Liebhaber von PowerPoint-Präsentation werden möglicherweise ein bisschen enttäuscht, weil das ist alles, was ich zeige. Ich wollte meine Gliederung einfach klar machen von Anfang an und dann nicht mit zu viel Text und Bildern stören.
Moment. Gut. So, ich danke nochmal sehr für die Einladung und die Möglichkeit, zu Ihrer Vortragsreihe beitragen zu dürfen. Das Thema meines Vortrages lautet der Poststalinismus, eine Epoche, das Jahr 1956 als Zeitenwende. Osteuropa habe ich jetzt weggelassen, weil als ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich realisiert, da gibt es viel mehr über Ostmitteleuropa hinaus. Ich werde sehr viel über Chruschtschow nochmals reden, über Geheimrede, die als eine Art Framework für meinen Vortrag, für den Ansatz bildet. Der Vortrag fußt sehr stark auf dem Buch. Ich habe entschieden, sozusagen das Konzept des Poststalinismus, wie ich es in dem Buch erörte, hier in seine Gesamtheit vorzustellen. Das heißt, möglicherweise sind einige Passagen ziemlich abstrakt, aber wir könnten dann in der Diskussion konkretisieren und vertiefen. Also Poststalinismus, eine Epoche, das Jahr 56 als Zeitenwende. Passenderweise ist heute der 3. November und genau vor 60 Jahren war der antistalinistische Aufstand in Ungarn kurz vor seiner Niederschlagung durch die sowjetische Militärmacht. So sehr diese Ereignisse den Gang der Geschichte und unser Verständnis von ihr bestimmen, werde ich mich in den folgenden etwa 50 Minuten weniger mit der machtpolitischen Entwicklung befassen. Stattdessen möchte ich in die gesellschaftlichen Mentalitäten schauen und die ideologischen und semantischen Bedingungen der politischen Umgestaltung diskutieren. Mit der Frage, ob wir die Zeit nach 1956 als eine selbstständige Epoche, den Poststalinismus, bezeichnen können, möchte ich ein allgemeines Problem berühren, dem sich jeder Historiker, Historikerin stellt. Das Verhältnis zwischen Kontinuität und Bruch, zwischen soziokulturellen Strukturen und politischen Ereignissen. Das Jahr 1956 und seine Folgen will ich als ein Beispiel dessen betrachten, wie moderne Herrschaftsregime Krisen überwinden und einen neuen Konsens etablieren. Als den Anfang des Endes des Kommunismus hat der französische Historiker François Furet das Jahr 1956 in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung bezeichnet. Damit legte er eine teleologische Deutung des Kommunismus vor als eine schwindende Illusion. Diese Perspektive ist sehr vom Ende des Kommunismus hergedacht, das 1989 tatsächlich eintrat. Zu Recht fragten die meisten Historiker in der Folgezeit nach den Ursachen des Zusammenbruchs. Sie versuchten, Vorgeschichten in der Vergangenheit zu finden, und da bot sich das Jahr 1956 als die erste Stufe dieses angeblich zwangsläufigen Niedergangs, der über die aufeinanderfolgenden Stationen, den Prager Frühling 68, die polnische Solidarität 80-81, die Perestroika 85 und schließlich im Kollaps von 89 mündete. Die Fruchtbarkeit dieser Interpretation will ich nicht in Frage stellen. Es ist ohne Zweifel, dass jede Geschichte als eine sinnvolle Erzählung, wie wir von Aristoteles wissen, neben dem Anfang und der Mitte auch ihr Ende haben muss. Und in der Geschichte des Kommunismus war es doch gerade dessen Zusammenbruch, der eine geschichtswissenschaftliche Erforschung erst ermöglichte, sodass wir heute bestimmte Fragen an die Stabilität und Instabilität kommunistischer Herrschaft überhaupt stellen können. Doch eine einseitige Orientierung auf den vorab gewussten Ausgang der Geschichte zieht die Gefahr einer Verengung von Fragestellungen und Narrativen nach sich, die oft durch momentane geschichtspolitische Interessen beeinflusst wird. Dazu ein Beispiel. 2013 erklärte die deutsche Bundeskanzlerin
in ihrer Rede bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni folgendes. Ich zitiere: Am 17. Juni 1953 war die DDR noch nicht einmal 4 Jahre alt und doch war sie politisch bereits am Ende. Ende des Zitats. Doch was heißt genau das Ende? Ein Ende, so Aristoteles, sei Zitat, was selbst natürlicherweise auf etwas anderes folgt, während nach ihm nichts anderes mehr eintritt. Zitat Ende. Doch nach 1953 bzw. 56 trat noch ziemlich viel ein, nämlich die mehr als 3 Jahrzehnte andauernde Ära der kommunistischen Herrschaft, wie auch immer sie als Realsozialismus verspottet wurde. Einige Abschnitte davon zeichneten sich dabei durch eine bemerkenswerte Stabilität aus, die nicht nur durch Gewalt und Gewaltandrohung zu erklären ist. Diese Stabilität musste auch durchaus politisch verhandelt werden. Als Beispiele von diesen stabilen Zeiten sind die Gomułka-Ära in Volkspolen der 60er Jahre, Husaks Konsolidierung nach der Zerschlagung des Prager Frühlings, der Großteil der Kádár-Zeit in Ungarn oder auch Honeckers entwickelte Sozialismus zu nennen. Aus dieser langfristigen Perspektive erscheint das Jahr 56 nicht als ein Endpunkt, sondern als ein Übergangsmoment von einer Form kommunistischer Herrschaftslegitimation zu einer anderen. Es wandelte sich nicht nur das Verhältnis zwischen den herrschenden Parteien und der Gesellschaft infolge der Beendung der Gewalt und der Liberalisierung. Auch der Legitimitätsglaube der Kommunisten selbst unterlag einem Wandel. Wir sollten also die Frage anders stellen. Wieso haben die Herrschenden, also die Kommunisten und ihre Machtapparate, nach wie vor an die Legitimität ihrer eigenen Herrschaft weitergeglaubt, nach der erschütternden Enthüllungen Chruschtschows auf dem 20. Parteitag und nachdem die Vision des schnellen Weges in den Kommunismus zusammengebrochen war? Ich will zugleich 2 in der Kommunismusforschung oft auftretende, miteinander verknüpfte Verzerrungen korrigieren. Erstens die chronologische Verzerrung, das heißt die Akzentuierung der frühen Aufbauphase, etwa zwischen 48 bis 56 einerseits und der späteren Untergangsphase der 80er Jahre andererseits. Die Zeit nach 56 stand hingegen stets im Schatten des Stalinismus als Entstalinisierung zu einer leeren Übergangsperiode herabgesetzt, die passiv auf bedeutendere Ereignisse wartet. Diese chronologische Verzerrung geht mit einer interpretativen Verzerrung hinsichtlich der Handlungsmotivationen der Kommunisten einher. In dieser Perspektive, während im Stalinismus das Handeln der Kommunisten durch ideologischen Fanatismus vorangetrieben wurde, speiste sich im Spätsozialismus ihr Mitmachen aus zynischer Berechnung. So diese Interpretation. Ich versuche, diese Gegensätze in Frage zu stellen und nehme deshalb den Zeitabschnitt dazwischen ins Visier, die Mitte der Erzählung, die Aristoteles als das bezeichnet, Zitat, was sowohl selbst auf etwas anderes folgt, als auch etwas anderes nach sich zieht. Zitat Ende. Dabei plädiere ich für eine gesellschaftsgeschichtliche Perspektive. Die Geschichte des Kommunismus soll nicht auf die Parteispitzen und die Parteiintellektuellen begrenzt werden. Um die relative Stabilität der kommunistischen Herrschaft zu begreifen, müssen wir auch die Mentalität der gewöhnlichen Kommunisten unter die Lupe nehmen. Ihre Vorstellungen vom Kommunismus, von Geschichte und Gesellschaft. Epochenbegriff. Nun zu der Titelfrage. Kann man diese Zwischenzeit den Poststalinismus als eine eigenständige, durch eine charakteristische Sinnwelt gebundene Epoche darstellen? Über die Aufteilung der Geschichte in Epochen kann sicherlich nicht der Historiker aufgrund der von ihm ex post definierten Maßstäbe
alleine entscheiden. Nicht minder wichtig für die Konstruktion einer Epoche sind die Denkhorizonte der damaligen Zeit, das Bewusstsein einer Epochenschwelle. Sicher, ein uneingeschränkter Verlass auf die Meinungsäußerungen der Zeitgenossen wäre epistemologisch naiv, eine Epochenillusion, wie der große Basler Medievist František Graus bemerkte. Die Ansichten der Zeitgenossen, so Graus, sind nicht als Zitat schlüssige Beweise für unsere Einteilungsversuche der Vergangenheit in Epochen herangezogen werden. Wir können nichts anderes tun, als unser Koordinatsystem auf die Vergangenheit zu applizieren und versuchen, dadurch größere Zeiträume unter dem Begriff Epochen zusammenzufassen. Zitat Ende. Dennoch, glaube ich, bietet der Poststalinismus eine außerordentliche Gelegenheit, eine mentalitätsgeschichtliche Wesenseinheit zu erfassen. Das Bewusstsein einer Epochenschwelle wurde in diesem Fall nicht nur von der intellektuellen Elite ausgedrückt, sondern war in der breiten, durch die Partei vertretenen Gesellschaft vorhanden. 1956 entstand, so meine Hypothese, eine situative Geistesgemeinschaft, in der sich die Stimme der Denkavantgarde mit der Stimme der vielen vorübergehend auf eine gemeinsame Sorge einigte, nämlich wie weiter mit dem Sozialismus nach der stalinistischen Katastrophe. Im Folgenden möchte ich fünf wichtigste, aus meiner Sicht wichtigste Facetten dieser epochenspezifischen Mentalität des Poststalinismus behandeln. Sie lassen sich unter fünf Grundbegriffe unterordnen. Erstens Geschichte, zweitens Partei, drittens Nation, viertens Feind und fünftens Zeit. Also alles ganz einfache Begriffe. Als erstes Moment möchte ich die Rückkehr der Geschichte nennen, darin vor allem die neue Bedeutung der Faktizität und der Authentizität der Geschichte. Die von Chruschtschow angestachelte Abrechnung mit Stalinismus erschütterte die Konzeption der eisernen Entwicklungsgesetze und stärkte hingegen den Sinn für die Unberechenbarkeit der Geschichte, für die Autonomie der Akteure, die nicht immer in Übereinstimmung mit der großen Geschichte handelten. In seiner Geheimrede versuchte der sowjetische Parteiführer nur Stalin zu beschuldigen, aber nicht die Partei und nicht die Epoche des Sozialismusaufbaus an sich. Es habe Stalin Charakterfehler, aber keinen Stalinismus als Ära gegeben. So würde ich Geheimrede interpretieren. Diese Absicht Chruschtschows scheiterte jedoch, nachdem in den Parteien Forderungen nach einer allgemeinen historischen Überprüfung der Stalinzeit laut wurden, wie der polnische Historiker und Oppositionelle Karol Modzelewski und andere Zeitzeugen berichten, rief das Referat bei den Zuhörern einen tiefen Schock und eine Glaubenskrise hervor. Die Auffassung, dass es nicht nur um Stalins Fehler ging, sondern dass die gesamte vergangene Periode, das war ein sehr wichtiger Begriff, die vergangene Periode, problematisch war, avancierte zum offiziellen Standpunkt der polnischen Arbeiterpartei, nachdem Władysław Gomułka, selbst Opfer des Stalinismus, im Oktober 1956 zum Generalsekretär gewählt wurde. In seiner Deutung der jüngsten Geschichte unterstrich Gomułka die Distanz zu den stalinistischen Deformationen durch eine chronologische, zeitliche Unterscheidung, indem er den Stalinismus als eine Epoche charakterisierte, die, Zitat, unwiderruflich der Vergangenheit angehörte. Zitat Ende. Przeszedł w niepowrotną przeszłość. Diese Wendung deutete jedoch an, dass eine Epoche, die zu Ende ist, aus sich selbst heraus erklärt werden kann. War der Stalinismus, um mit Ranke zu sprechen, dem Gründe unserer Disziplin, wie jede andere Epoche unmittelbar zu Gott, so wurde er nun zu einer Geschichte, die verschiedenen Auslegungen zugänglich war. Im Unterschied zum stalinistischen Paradigma, demzufolge Geschichte die Gesetze des historischen Materialismus zu erfüllen hatte, öffnete Chruschtschows Betonung der Irrtümer, Fehler
und falschen Entwicklungen den Raum für Unregelmäßigkeiten und Zufall. Dabei stützte sich Chruschtschows Angriff auf Stalin auffällig oft auf den Begriff der Tatsache, Fakten, Fakti. Und zwar vor allem auf jene, die von den ratifizierten Gesetzen der historischen Entwicklung abwichen, einschließlich Verbrechen und Fehlentscheidungen. Mit seiner lakonischen Phrase, Zitat, erinnern wir uns an einige historische Tatsachen, abratimsiak nekatorim faktam historii, die den erschreckenden Katalog der Verbrechen Stalins eröffnete, rief Chruschtschow ein neues Erzählmuster ins Leben, das die Vergangenheit vom Diktat der Zukunft befreite. Wie Ranke in der Geschichtswissenschaft ein Jahrhundert zuvor, löste Chruschtschow einen historical turn in die kommunistische Geschichtserzählung aus. Diese Wende gründete auf eine Faktengläubigkeit, die keinerlei Interpretation erfordert. Fakten, die müssen nicht interpretiert werden. An einer Stelle seiner Geheimrede sagt Chruschtschow, Zitat, Genossen, ich werde diese Dokumente nicht kommentieren. Sie sprechen für sich selbst. Zitat Ende. Chruschtschows Aufforderung, sich den historischen Tatsachen zuzuwenden, rief in den Parteireihen ein echtes Geschichtsfieber hervor, hatte aber zugleich einen widersprüchlichen Effekt. Fakten konnten mehrere Gesichter annehmen. Viele Kommunisten haben Chruschtschows Kritik faktisch nicht akzeptiert. Oft bezweifelten sie den Wahrheitsgehalt der Kritik an den Verbrechen Stalins an sich und lehnten die Anklage als Chruschtschows ex post fabrizierte Denunziation ab. Zum Beispiel, ein KPC-Mitglied zog im April 1956 die Faktizität der Stalin-Kritik schlechthin in Zweifel. Zitat, ich muss aber nicht gleich alles hinunterschlucken, was gesagt wird. Wo wurden die Materialien gefunden, anhand derer heutzutage geurteilt wird? Bei Stalin oder Beria? Zitat Ende. Es herrschten Verwirrungen und Unklarheiten. Eine fragende Art, forschende Art etablierte sich als der Duktus des Poststalinismus. Die poststalinistische Rückkehr der Geschichte war eine Gemengelage von Pessimismus und Zukunftsglaube, von Verzweiflung und der Hoffnung auf Verbesserung. Das kommunistische Geschichtsbild verkomplizierte sich und die Zukunftsvision verschwamm. Zugleich aber erzeugte diese Vervielfältigung der Geschichte im Laufe der 60er Jahre ein konsensstiftendes Moment. Das kontinuierliche Umschreiben der Geschichte, die folgte, nährte die Sehnsucht nach Vervollkommnung und verfestigte den Glauben an die Notwendigkeit eines endlosen Verbesserungsprozesses. Zweitens, das Jahr 1956 brachte auch eine neue Auffassung der Partei, die wieder als eine souveräne Akteurin in die Geschichte eintritt, nachdem sie von Stalin selbst und von korrupten Sicherheitsorganen, geführt von den Schurken wie Beria, Slansky, Berman, vergewaltigt wurde. Die Partei erobert ihre Führungsrolle zurück. Dieses neue Verständnis der Partei unterschied sich in mehrerer Hinsicht von der stalinschen Auffassung. Erstens war der große und unfehlbare Führer weg, nachdem der Personenkult wie alle negativen Erscheinungen verantwortlich gemacht geworden war. Zweitens erkannte man an, dass die Partei, so ruhmvoll sie auch sein mag, sich irren und oft unvorhersehbare Fehler machen konnte. Drittens entblößten die Ereignisse von 1956 die Tatsache, dass die Partei keine stählerne Faust mehr war, sondern ein heterogenes Gefüge. Und viertens entstand ein vielschichtiges Geschichtsbild der Partei, das auch dunkle Seiten zeigte. Die Partei sollte nur durch die Bekämpfung des Personenkultes erneuert werden, durch das Fegefeuer der Diskussion, wie es ein polnischer Parteimitglied aus Katowice im März 1956 nannte. In diesem Erneuerungsprozess erschien die Partei eher als Opfer des Stalinismus, denn als Täter. Man exkulpierte sie und übertrug die Schuld an eine euphemistisch beschriebene abstrakte Gewalt, an den Personenkult oder zeitlich definiert an die eben vorige Periode, Okres Minione auf Polnisch, am häufigsten genannt.
Die Kritik des Personenkultes ermöglichte zwar einen Neuanfang. Zugleich war er jedoch eine historische Belastung, die die Handlungsfähigkeit der Partei in Zukunft einschränken sollte. Die Zukunft bedeutete nun nicht mehr nur die Erreichung des Guten, sondern auch die Verhinderung des Bösen. Die Partei war nicht mehr rein. Sie müsste Fehler aus der Vergangenheit überwinden. Und das hat sich auch im Alltag der Partei gezeigt, in den Diskussionen über die Kritik am kleinbürgerlichen Verhalten, an Hooligans, vor Hooliganism in der Partei im polnischen Kontext sehr stark, oder auch, es ist ein sehr starker Zug dieser poststalinistischen, innerparteilichen, kritischen Debatten, die Kritik am Alkoholismus. In Polen, aber in allen osteuropäischen Parteien natürlich ein riesiges Problem war. Und der Alkoholismus sehr oft war auch gedeutet als Auswirkung des Personenkultes. Ein bedeutendes Zeichen für die Neuauffassung der Partei war die Umdeutung von Begriffen Diktatur, Gewalt und Kampf. Diese Umwertung führte unter anderem dazu, dass der friedliche Weg zum Sozialismus nun für möglich gehalten wurde. Der Begriff der Diktatur des Proletariats dagegen wurde zunehmend negativ und mit der Anwendung illegitime physische Gewalt gleichgesetzt. Die neue internationale Situation, die Entwicklungen in Maos China, gaben den kommunistischen Ideologen im Poststalinismus die Möglichkeit, ihre Distanzierung von der illegitimen physischen Gewalt stärker hervorzuheben und somit das Entstalinisierungsprojekt weiter voranzutreiben, zeitlich gegenüber der stalinistischen Vergangenheit sowie räumlich gegenüber der maoistischen Gegenwart. Ähnlich wie die Diktatur war im Poststalinismus auch der Begriff des Klassenkampfes, wenn nicht völlig diskreditiert, dann zumindest stark beschädigt, vor allem infolge der Kritik an Stalins These von der Verschärfung des Klassenkampfes während des Aufbaus des Sozialismus. Wenn der Kampf die Hauptmetapher für die politische Tätigkeit der Partei blieb, so war es weniger im Sinne des physischen, kriegerischen Kämpfens. Kampf war auch weniger konfrontations- und feindorientiert, sondern eher positiv gedacht. Weniger als Kampf gegen die Feinde der Partei und mehr als Kampf um etwas, am häufigsten um Frieden, um Sozialismus, um Einheit. Wenn es um Kampf gegen etwas ging, dann war es oft ein Kampf gegen eigene Vergangenheit, gegen den Personenkult oder gegen den Bürokratismus. Damit verlor der Kampfbegriff an Trennschärfe. Das dritte Moment ist der Wiederaufstieg alternativer Akteure der Geschichte, die im klassenzentrierten Narrativ des Stalinismus unterdrückt waren, vor allem der Nation. Die Zeit nach 1956 wird dann oft als Nationalkommunismus bezeichnet, sehr oft, zu oft. Doch das Verhältnis zwischen Nation und Klasse blieb konflikthaft. Trotz des Aufstiegs der national gefärbten Rhetorik im Poststalinismus blieb die marxistische Komponente, die Klassenzentrierung, relativ stark. Während der Stalinismus als nationsfremd, als Sowjetisierung bezeichnet wurde, setzten sich nach 1956 die nationalen Wege zum Sozialismus durch. Khrushchev selbst war hinsichtlich der nationalen Selbstbestimmung eher offen, nicht zuletzt angesichts der Dekolonisierung in der Dritten Welt sowie der Entwicklung in den westeuropäischen kommunistischen Parteien, die ausgehend von Toliatis Appell an den Polycentrismo einen völlig unabhängigen westlichen Nationalkommunismus forderten. Auch wenn sich Polycentrismo nach der Unterdrückung des ungarischen Aufstandes am Ende nicht durchsetzte, die Nationalwege zum Sozialismus wurden nicht mehr bezweifelt. Chruschtschow selbst schwankte zwischen dem Bejahen der nationalen Wege und dem Beharren auf dem sowjetischen Modell und sorgte dadurch oft für Verwirrungen. Diesen Spielraum nutzte nach 1956 am besten wieder Gomułka aus, dessen Entstalinisierungspolitik den Nationalkommunismus am treuesten verkörperte.
Im ideologischen Vokabular der Gomułka-Zeit, der 60er Jahre, wurde die charismatische Revolution der Legitimierung durch den Akzent auf nationale Tradition ersetzt. Ein genauerer Blick auf Gomułkas Rhetorik und allen polnischen Kommunisten aus der Zeit zeigt jedoch auch, dass er eher als die Ersetzung der Klasse durch die Nation sich stets ihre gegenseitige Durchdringung vor Augen hielt. Zum Beispiel in seiner Oktoberrede von 1956 stellte er das Gleichgewicht zwischen den beiden Subjekten wieder her. Er sprach äquivalent vom ganzen Volk und von der gesamten Arbeiterklasse. Und dieses Gleichgewicht behielt er stets im Auge. Nach 1956 wuchs die Bedeutung der nationalen Einheit im Geschichtsbild der Arbeiterparteien als Teil der Auseinandersetzung mit dem als Fremdherrschaft wahrgenommenen Personenkult. Der nationsinterne Klassenkonflikt zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie verlor dagegen an Bedeutung in den historischen Darstellungen. Entsprechend diesen Verschiebungen fügten sich die poststalinistischen Synthesen der Parteigeschichte immer in den Gesamtrahmen der Nationalgeschichte. Die Geschichte der Arbeiterbewegung war immer eine Erweiterung, nie eine Ersetzung der Nationalgeschichte. Demnach entstanden die poststalinistischen Parteigeschichten immer als eine Nationalgeschichte, der Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, die Geschichte der polnischen Arbeiterbewegung, die Geschichte der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Obwohl jedoch die nationale Komponente zunehmend den Darstellungsrahmen bildete, blieb der klassenzentrierte Diskontinuitätsdiskurs der Revolution stark genug, um zeitweise die Hegemonie der Nation zu stören. Davon zeugt zum Beispiel das Bemühen, die Geschichte der stalinistischen und zugleich von Stalin 1938 liquidierten KPP, Kommunistischen Partei Polens, in die Nationalgeschichte zu integrieren. Das Ergebnis war eher eine weitere Verfestigung der Geschichtsoffenheit und der Ambivalenz als eine klare Vorherrschaft der Nation. Also generell würde ich sagen, dass der Begriff der Nationalkommunismus muss neu untersucht und umgewertet werden. Viertens änderten sich die kommunistischen Feindbilder. Im Kontrast zum Stalinismus, in welchem mit dem Todesfeind keine Koexistenz möglich war, wurde im Poststalinismus der Begriff des Feindes relativiert. Der Feind hörte auf, ein feststehendes, absolutes, dämonisiertes, physisch auszumerzendes, feindliches Element zu sein. Er musste stets neu ausgelegt werden. Dem war vor allem deshalb so, weil die poststalinistische Feindschaftserzählung sich mit dem zu bekämpfenden falschen Feindbilden des Stalinismus auseinandersetzen musste. Also es gab dieses große Problem, dass Stalin den Begriff des Feindes so massiv benutzte, dass seine Benutzung nach 1956 an sich ein Problem war. Tatsächlich nahm die poststalinistische Kritik Stalins angeblichen Missbrauch des Feindesargumentes und seine Erschaffung immer neuer Feinde ins Visier. So lehnte Chruschtschow den Begriff des Volksfeindes mit der Begründung, Stalin habe ihn vielfach für seine Zwecke ausgebeutet. Nach 1956 verschwand der imperialistische Feind zwar nicht aus der kommunistischen Rhetorik, aber seine Bedeutung änderte sich. Chruschtschow setzte auf Wettbewerb mit dem Kapitalismus. Ein offen ausgetragener feindlicher Konflikt wurde durch den Begriff der friedlichen Koexistenz geschwächt. Kriegerische Gewalt nach außen sollten die kommunistischen Staaten nicht mehr anwenden. Ähnlich deutete auch Gomułka den Feind um. Wie Chruschtschow lehnte er das Fabrizieren von Feinden ab, ging allerdings noch weiter, indem er die bloße Möglichkeit in Frage stellte, dass individuelle Feinde den Gang des Sozialismus hier überhaupt hätten beeinflussen können. Gomułka machte es am Arbeiteraufstand von Poznań vom Juni 1956 deutlich. Zitat: Es habe keine Feinde hinter den Arbeiterprotesten gegeben, auch deshalb, weil sie keine Chance gehabt hätten, die Arbeiterklasse zu beeinflussen. Zitat Ende.
Es war eine politische Naivität, so Gomulka, dass man so ungeschickt versucht hat, die Tragödie von Poznań als das Werk imperialistischer Agenten darzustellen. Ich finde in diesem Kontext auch bedeutend, dass er eben den Begriff der Tragödie benutzt, der sehr, sehr, also eigentlich neutral ist und den Begriff der feindlichen Machenschaften schwächt. Wenn Gomułka also über Feinde oder Verräter sprach, setzte er sie, wie Chruschtschow meistens, in Anführungszeichen, als Beispiele stalinistische Feindkonstruktionen. Während sich die stalinistischen Feindschaftsnarrative in erster Linie gegen konkrete Gegner wandten, die die feindlichen Doktrinen personalisierten, wurde der Feind im Poststalinismus oft abstrahiert und feindlichen Ideologien gleichgesetzt. Der Feind war demnach eher der amerikanische Imperialismus als Eisenhower und Kennedy. Und auch der innere Feind war eher der abstrakte Revisionismus als konkrete Volksfeinde, wie früher Tito, Slansky oder Reich. Eher der Dogmatismus und Personenkult als Stalin, eher die Beriowschizna als Beria. Die abstrahierende Feindimagination des Poststalinismus dämonisierte den Feind seltener als Monster und bildete ihn stattdessen abstrakt als ein gegnerisches System ab. Die poststalinistische Feindschaftserzählung wertete demnach die bereits bestehenden Feinde um, zu denen die Imperialisten, die Westdeutschen, die Zionisten und die Kirche zählten. Zugleich gab es Neuerungen. Die Revisionisten von der Zeit nach 1956, die Revisionisten, die Dogmatiker, der Personenkult und neuerdings auch die gegenseitige Aversion ostmitteleuropäischer Völker zwischen Polen und Tschechen, Tschechen und Slowaken, Slowaken und Ungarn oder Ungarn und Rumänen. Die nationalen Animositäten wuchsen sich zwar selten von der Konkurrenz zur Feindschaft aus, waren aber dahingehend prägend, dass sie den politischen Feind zusätzlich ethnisieren konnten. Im Unterschied zum Stalinismus mangelte es den poststalinistischen Feindschaftserzählungen an Linearität. Die Trajektorien der neuen Feindschaftsgeschichten waren verwickelt, weil sie die politische Lage im Ostblock wie auch im Ost-West-Konflikt ständig änderte. Die Annäherung mit Jugoslawien, der 20. Parteitag, der Ungarnaufstand und die anschließenden konservativen Offensiven. Auch die 60er Jahre lassen sich als eine Kette von außen- wie innenpolitischen Wendepunkten nachzeichnen, wie die Berliner Krise 61, die Kubakrise 62 und das Krisenjahr 68 mit den Ereignissen in Polen und der Tschechoslowakei. Entsprechend dieser politischen Instabilität verschärfte und entschärfte sich abwechselnd die Feindrhetorik. Rabiate Hassdiskurse nahmen infolge der politischen Entspannung und der Beendigung der flächendeckenden Repressionen ab. Die Feindschaftsrhetorik büßte einen großen Teil an Wirksamkeit ein, nachdem sie ihre Fähigkeit, Hassworte in tatsächliche physische Gewalt umzuwandeln, vermindert hatte. Zwar setzten sich auch nach 1956 Verfolgung und Repressionen fort, wie zum Beispiel die Verhaftungen von Intellektuellen wie der Harich-Gruppe in der DDR, die fortdauernde Verfolgung der Kirche in der Tschechoslowakei oder die Repressionen gegen Studenten in Polen Ende der 60er Jahre. Die Feindrhetorik weichte aber langsam auf. Man sprach immer öfter über den Gegner als über den Feind. Das fünfte Moment. Schließlich ist eine veränderte Zeitauffassung. Die Stalin-Kritik bezweifelte die Vorstellung von einer schnellen Erreichung der kommunistischen Zukunft. Und mit diesem Verlust der Geschichtssicherheit hat sich auch der Zeitfluss verlangsamt. Chruschtschow selbst gehörte noch dem Typus des Parteiführers an, der die Zukunft noch einholen zu können glaubte. Mobilisierungskampagnen setzte er nach 1956 vor. Zum Beispiel, als er, glaube ich, 1959
einen Zeitplan für die Erreichung des Kommunismus im Jahr 1980 festlegte. Die Zeitauffassung seiner Geheimrede war jedoch hauptsächlich durch die Vergangenheit, nämlich durch die Verurteilung der stalinistischen Verbrechen bestimmt. Dabei war aber Chruschtschows Deutung des Personenkultes auffällig uneindeutig und abstrakt. Er sprach von komplexen Entwicklungen der 30er Jahre oder von der Praxis der Führung, wie sie sich während der letzten Lebensjahre Stalins herausformte. Sehr vernebelt und abstrakt. Ähnlich deuteten die oft benutzten Motive in Chruschtschows Rede, aber auch allgemein in der Sprache der Zeit, die Motive von Rückkehr, Wiederholung und Wiederherstellung, als ob sich jetzt die Zukunft nur vor dem Hintergrund der Rückkehr zu einer rehabilitierten Vergangenheit spiegeln würde. In den Mittelpunkt des kommunistischen Geschichtsverständnisses rückte die Vorstellung des goldenen Zeitalters, das in der vorstalinistischen Vergangenheit lag und mit Lenin assoziiert war. Deutlich spiegelt sich diese neue Auffassung im polnischen Begriff der Erneuerung, Odnowa, wider. Die Welle der Erneuerung des Parteilebens beruhte auf der Überzeugung von einem besseren Zustand in der Vergangenheit. Die Erneuerung, wie es in der Konferenz in Częstochowa im Dezember 1956 hieß, müsse, Zitat, über schlechte Arbeitsmethoden siegen, die sich im Laufe der vergangenen Periode angesammelt haben. Zitat Ende. Der Gedanke der Wiederkehr, Erneuerung, Wiedergeburt deutete die zyklische Zeitauffassung an. Die Erneuerung des uranfänglichen Geschehens, wie sie sich in der Naturwelt in der Erneuerung des Jahres ausdrückt. Als Beispiel hierfür lässt sich die tschechische Metapher der nationalen Wiedergeburt, Národní obrození, nennen, die eine der zentralen Sprachfiguren des Prager Frühlings darstellte. Das Aktionsprogramm der KPČ vom April 1968 griff wiederholt zum Begriff Wiedergeburt. Der 20. Parteitag wurde als Wiedergeburtsimpuls bezeichnet, Obrodný impuls, während das Aktionsprogramm selbst sollte zum, Zitat, Programm der Wiedergeburt der sozialistischen Bemühungen in unserem Lande werden. Zitat Ende. Trotzdem kann nicht behauptet werden, dass sich im Poststalinismus eine Rückkehr zur zyklischen Auffassung schlechthin vollzog, in welcher sich die Trennung zwischen Vergangenheit und Zukunft auflöst. Denn die Motive wie Rückkehr zum Leninismus, Erneuerung und Wiedergeburt verherrlichten zwar die Vergangenheit, zugleich aber deuteten sie auf eine qualitativ neue Zukunft hin. Die poststalinistische Zeitauffassung wurde also weder durch Linearität noch durch Zyklizität eindeutig dominiert. Vielmehr haben wir es mit einem Nebeneinander unterschiedlicher Zeitauffassungen zu tun. Ein anderer Aspekt, der auf die Zeitwahrnehmung im Poststalinismus einwirkte, war die Rehabilitierung der Terroropfer, die in Polen bereits 1953 begann und nach 1956 auch in anderen Ostblockländern angefangen wurde. Für die polnischen Kommunisten besaßen die Rehabilitationen eine Doppelbedeutung. Sie betrafen sowohl die Zeit des Stalinismus in Polen, 1948 bis 1953, als auch den stalinistischen Terror in der Sowjetunion der 30er Jahre, dem viele polnischen Kommunisten zum Opfer fielen. Die Rehabilitation der KPP, der alten polnischen kommunistischen Partei, hatte somit eine therapeutische Funktion. Sie sollte den Schmerz heilen, zugleich aber durch Wiedergutmachung das goldene Zeitalter des wahren Leninismus wieder lebendig machen. Mit Rehabilitationen ging die Pflege des authentischen Parteigedächtnisses durch das Sammeln von Erinnerungen von Parteiveteranen, alten kommunistischen Kämpfern, einher. Diese von den Parteiführungen nach 1956 organisierten Kampagnen tatsächlich gewannen vorübergehend einen Massencharakter. Doch nahm bald die Geschichtsarbeit, wie es genannt wurde, Geschichtsarbeit, vor Ort eine andere Richtung als im Zentrum gewünscht.
die von unten auftretenden Unklarheiten und falschen Interpretationen brachten die zentralen Großerzählungen oft ins Wanken. Die Arbeitermemoiren berichteten oft nicht nur über den heroischen Kampf gegen den Kapitalismus, sondern auch über ihren Alltag. Dabei kamen negative Erscheinungen zur Sprache, die Schatten auf die revolutionäre Arbeiterklasse warfen. Saufereien, Absentismus und Kompromissarrangements mit den Betriebsbesitzern. Tatsächlich wurde in den Arbeitermemoiren anstatt der durch den Stalinismus kompromittierten Großgeschichte der Revolution mehr Bedeutung dem Alltag der kleinen Leute beigemessen. Anstatt die eisernen Entwicklungsgesetze sklavisch nachzuzeichnen, bemühten sich nun die lokalen Historiker um die Rekonstruktion vergangener Alltagswelten der Arbeiterklasse, in denen die wahre, das heißt nicht stalinistische Revolution nun stattzufinden hatte. Das Interesse an Alltagsdetails, das im Kontext des Poststalinismus ein zukunftsveränderndes Potenzial enthält, lässt sich auch bei den bedeutenden revisionistischen Marxisten wie Ernst Bloch, Karel Kossík oder Sigmund Baumann finden. In ihrer Konzeption der Geschichte kam es darauf an, anhand der Rekonstruktion der früher unterdrückten Vergangenheit die Offenheit der Geschichte darzulegen. Damit unterscheidet sich diese Auffassung sowohl vom Stalinismus, der seinen radikalen Zukunftsentwurf auf einem monumental heroischen Vergangenheitsbild aufbaute, als auch von der restaurativen Nostalgie des Brezhnevschen Spätsozialismus, die in eine versteinerten Vergangenheit aufging. In den kommunistischen Erinnerungen aus der Zeit nach 1956 stellten hauptsächlich die vorstalinistischen Parteien der Zwischenkriegszeit die ursprüngliche verlorene Heimat dar. Für die älteren Parteimitglieder war die bürokratisierte Massenpartei dagegen ein Fremdelement. So riefen die deutschen Altkommunisten gerne die kleine KPD in Erinnerung als eine authentische und menschlich in sich geschlossene Solidaritäts- und Kampfgemeinschaft. Ein ehemaliges KPD-Mitglied aus Halle schilderte im November 1956, Zitat, wie vor 1933 die kleine KPD, die alle gegen sich hatte, alle Argumente, die gegen sie vorgebracht wurden, zerschlug und mithilfe alle Genossen. Das war auch nur möglich, weil sich alle Genossen der KPD untereinander kannten und einer für den anderen gerade stand, was heute nicht mehr so der Fall ist. Zitat Ende. Auch die alten polnischen Kommunisten stellten dem Stalinismus nach 1956 die ehrliche Atmosphäre der alten KPP gegenüber. Man wollte den Begriff des Genossen rehabilitieren, der im Zuge der Bürokratisierung zu leeren Floskel verkam. Eine Kommunistin in Katowice, März 1956, berichtete, ich war vor dem Krieg Parteifunktionärin und wenn die Genossen mit Parteifunktionären zusammenkamen, da war die kameradschaftliche Atmosphäre zu spüren und man empfand, dass man mit Genossen zu tun hatte. Zitat Ende. Die lokalen Parteiführungen interessieren sich jedoch immer weniger für das Schicksal von Parteiveteranen und damit vertiefte sich die Kluft zwischen der ruhmreich kämpferischen Parteivergangenheit und der bürokratisierten Partei der Gegenwart. Gleichzeitig mit dem Zerfall der Linearität und dem Aufstieg des Parteigedächtnisses verbreitete sich seit den frühen 60er Jahren eine Skepsis gegenüber der kurzfristigen Planbarkeit und somit einer genauen Voraussagbarkeit der unmittelbaren Zukunft. Viele Kommunisten zweifelten immer mehr darüber, dass man durch Planen die Zeit unbeschränkt steuern kann. Diese Verschiebung von der raschen Erreichung der Zukunft zur langfristigen Entwicklung spiegelte sich unter anderem in der Wahrnehmung der Grundkategorie des Marxismus wider, der Arbeit. Die für die 60er Jahre typischen Zukunftsdarstellungen vermitteln die Botschaft, dass der kommunistische Endzustand nicht mehr
nur durch die in kurze Sequenzen aufteilbare physische Arbeit, sondern auch durch wissenschaftliche, das heißt langfristige, langsame Arbeit zu erzielen war. Gerade in dieser Zeit begannen die Bilder von Robotern, Computern und Atomkraftwerken, die älteren Darstellungen des mit Natur kämpfenden Stoßarbeiters als das leitende Zukunftsbild zu verdrängen. Diese symbolischen Veränderungen waren nach 1956 durch die Relativierung des Revolutionsbegriffes vorangetrieben. Man sprach immer weniger von der sozialistischen Revolution im Singular. Stattdessen war zunehmend von mehreren Revolutionen die Rede, vor allem der wissenschaftlich-technischen Revolution. Somit wurde der Revolutionsbegriff seine Durchschlagskraft beraubt. Chruschtschows Geheimrede und die poststalinistische Rhetorik allgemein belebten den Revolutionsbegriff zwar wieder, sie erweiterten ihn aber zugleich. Der bewaffnete Klassenkampf stand nicht mehr im Vordergrund. Die Diskussionen in den Parteien der 60er Jahre zeigen, dass über die zeitliche Einordnung des Sozialismus, wo endet die Revolution, wo beginnt der Aufbau und wann genau kommt das Endziel, das waren die Fragen, herrschte große Unsicherheit. Die Kommunisten an der Parteibasis fragten nach dem Charakter unserer Epoche, das war Schlagwort, Charakter unserer Epoche. Sie waren sich darüber nicht im Klaren, in welchem Stadium der Revolution sie sich nach 1956 befanden. Die Revolution wurde in Etappen zergliedert. Etappe, ein anderer typischer poststalinistischer Begriff. Wurde sie in Etappen zergliedert, was ihr eine längere Dauer und einen weniger eindeutigen Ausgang verlieh. Ein Beispiel aus dem KPC-Bezirkskomitee Nordböhmen, März 1967, Zitat: In mancher Hinsicht müssen wir unsere Vorstellungen von Sozialismus, von der Dauer einzelner Etappen, vom Wachstumstempo, von den uneingeschränkten Möglichkeiten korrigieren. Es geht darum, unsere Vorstellungen und unsere Arbeit, die Parteipolitik, auf allen Gebieten realistischer zu gestalten. Zitat Ende. In Polen spiegelte sich die Schwächung des Revolutionsbegriffes in dem Aufstieg des Motivs oder der Begriff der Entwicklung, Rozwój, mit welcher gegen die traditionelle polnische Vorstellung von Rückständigkeit, Zacofanie, gekämpft wurde. Im Laufe der 60er Jahre wurde Rückständigkeit zunehmend auf Wirtschaft und Lebensstandards und ihre Bekämpfung auf die Sicherung des Wohlstands beschränkt. Bald gewann die kapitalismusähnliche Logik die Oberhand, welche, wie Sigmund Baumann bereits Anfang der 70er Jahre bemerkte, die radikale Wachstumsideologie übernahm. Baumann bezeichnete diesen Prozess als die Domestizierung der kapitalistischen Kultur im Sozialismus, in der die Akzente auf Produktion und Wachstum gesetzt wurden, weniger auf Revolution. Im Poststalinismus verstärkte sich diese Konvergenz zwischen den beiden Systemen, Kapitalismus und Sozialismus, weiter, indem politische Entscheidungen weniger durch Ideologie und mehr durch Verwaltungsrationalität und wissenschaftstechnologische Entwicklung legitimiert wurden. Der Akzent verschob sich von Bruch auf Kontinuität und den allmählichen Wandel. Der 1956 durch den polnischen Oktober stimulierte Revolutionseifer ließ bald nach und wurde durch zunehmenden Konservatismus verdrängt. Sowohl im polnischen kollektiven Bewusstsein als auch in der Geschichtsforschung wird die Ära der 60er Jahre als die kleine Stabilisierung bezeichnet, Mała Stabilizacja, die einerseits mit begrenzter Liberalisierung, andererseits mit wirtschaftlicher Stagnation, niedrigem Lebensstandard und Mangel an individuellen Entwicklungschancen assoziiert wird. Die Stabilisierung drückte sich in der Rhetorik der ideologischen Texte aus, die sich durch zunehmende Unbestimmtheit auszeichneten.
Zum Beispiel, wenn ein Redner etwa die Wirtschaftsvervollkommnung erwähnte, sprach er von, Zitat, weiterem Ausarbeiten der Aufgaben. Das ist etwas, was dann im Spätsozialismus sehr stark geworden ist, aber die ersten, sagen wir, Ankündigungen kamen in den 60er Jahren. Auch war der Gebrauch des in den slawischen Sprachen vorhandenen imperfekten Aspekts sinngebend, der in den 60er Jahren und noch stärker im Spätsozialismus zunehmend verwendet wurde. Ein Beispiel, es gibt wahrscheinlich viele Slawisten, aber wie Sie wissen, in slawischen Sprachen haben Verbe Aspekte, das heißt, wenn ich überwinden sage, dann kann ich auf Tschechisch entweder Překonat oder Překonávat. Das eine ist abgeschlossen, das andere ist geschichtsoffen. Und das kann ich jetzt anhand der Forschung natürlich nicht bestätigen, aber ich würde sagen, es wäre eine schöne Forschungsaufgabe zu zeigen, ob sich tatsächlich seit den 60er, 70er diese imperfekte Aspekte häufiger verwendet wird. Die ideologische Sprache war auch von komplexen, auf Substantiven aufgebauten Satzteilen geprägt. Ein anderes Beispiel, die Sicherung der Verwirklichung der Beschlüsse des Parteitages. Also die Slawisten sagen offen, das ist eben so Germanisierung der slawischen Sprachen. Auf Tschechisch-Polnisch klingt das noch absurder. Unabgeschlossenheit und Zukunftsunbestimmtheit beherrschten den Duktus, unterstützt von stabilisierenden Verben wie sichern, konsolidieren und fortsetzen. Die Revolutionsstimmung vom polnischen Oktober 1956 mit dem umbruchstypischen Gestus der Zeitbeschleunigung wurde in den 60er Jahren beiseite geschoben. Ich komme zum Schluss. Auch wenn der kommunistische Reformglaube im Poststalinismus manchmal enthusiastisch erschien, blieben die Last der Vergangenheit und das Ende der Geschichtssicherheit stets spürbar. Die Vergangenheit trat nach 1956 in eine Doppelrolle auf, als Trauma und Traum. Sie war ein Trauma, eine Wunde, die durch die stalinistischen Verbrechen entstanden war. Aber sie war zugleich auch ein Traum, eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, die sich am zugänglichsten durch die Idealisierung der eigenen Vergangenheit vergegenwärtigen ließ. Man kann erneut František Graus zustimmen, dass die Nostalgie in jeder Gemeinschaft nach einer gewissen Zeit immer wieder auftritt. Und die Kommunisten waren hierin keine Ausnahme. Der Mythos des goldenen Zeitalters, die Sehnsucht, in ein Reich der Träume zu entfliehen, ist uralt, wie Graus bemerkte. Sie kommt meistens in der Phase nach dem revolutionären Zenit vor, nach dem Zusammenbruch allumfassender Zukunftsentwürfe, nach den Perioden des radikalen Wandels, des Aufstiegs und Verfalls. Der Poststalinismus war eine Zeit der Suche nach einem Neuanfang und zugleich der wachsenden Skepsis und Zuwendung zu Vergangenheitsidyllen. Er erscheint uns als der Herbst des Kommunismus, als eine welke Zeit. Ähnlich wie Johann Heusingers Spätmittelalter war der Poststalinismus eine Geisteslage, in welche sich Trübsinn und Melancholie, Pessimismus und Gesättigtsein, Enttäuschung und Niedergeschlagenheit mit der Sehnsucht nach einem schöneren Leben im Geiste eines geträumten Ideals verknüpften. Er war eine Epoche, die einerseits, wie Hegel sagte, bereits alt geworden war und sich deshalb wie die Eule der Minerva ihrer eigenen Vergangenheit zuwenden konnte. Andererseits jedoch den Zukunftspathos noch nicht ganz aufgegeben hat und hin und da, wie Gomulka 56, Chruschtschow 61 oder Dubček 61 oder Dubček 68, noch ein Feuerwerk der Zukunftsvisionen veranstaltete. Aber die Last der Vergangenheit war zu schwer und die Wunde der Geschichte zu tief. Nach dem Stalinismus, diese aus den Fügen verrenkten Zeit,
kamen Ernüchterung und Wunsch nach Normalität. Der Poststalinismus stellt somit eine Mischungsqualität dar, die sich von der Zukunft zwar noch nicht verabschiedete, sie aber zunehmend in der Vergangenheit suchte, hoffend und abwartend durch Rehabilitierung und Erinnerungen an eine scheinbar authentische Vorzeit. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen, fand ich, sehr, sehr spannenden Vortrag, der uns ganz auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, glaube ich, gezeigt hat, wie man das Jahr 1956 als Epochenschwelle sehen kann, als Beginn etwas Neues. Das fand ich auch faszinierend, wie viel melancholischer, herbstlicher, vielleicht passt es auch zum Wetter, Sie diese Epoche sehen, als es in vielen anderen Darstellungen der Fall ist. Ja, ich glaube, es wird sicher einiges an Fragen geben und ich nutze die Gelegenheit, selber eben gerade einzusteigen. Das ist die Gunst des Mikrofons, die ich hier habe. Ja, wenn 56 so ganz klar als eben dieses Gemeinschaftserlebnis empfunden wird, aus dem so eine kurze Verbundenheit entsteht und dann eine große Desillusionierung oder so eine Art Zeitlosigkeit, auch diesen Eindruck hatte ich immer wieder in Ihrem Vortrag. Und wenn der Anfang also klar ist, gibt es dann ein Ende des Poststalinismus? Ja. Oder geht er eigentlich bis 89, schleicht sich so aus? Kann man in den einzelnen Punkten, die Sie angesprochen haben, vielleicht nochmal so Brüche sehen bis zum Spätsozialismus? Wann würden Sie den ansetzen? Ja, ich würde gerne ein zweites Buch schreiben, weil habe ich mir selbst auch vorgeworfen. Ich spreche von Anfang, aber eigentlich von dem aristotelischen Ende habe ich nicht viel gesprochen, nur so andeutend mit Prager Frühling, mit Brezhnev, mit späten Brezhnev. Das sind so Ansatzpunkte, die ich das sehe. Also wenn ich jetzt, also das Ganze durchdeklinieren wahrscheinlich nicht, aber ich würde sagen, die Grundlagen sind 56 gelegt worden und die haben dann bis 89 existiert. In dem Sinne würde ich eben nicht sagen, dass der Prager Frühling 68 so ein Wendepunkt gewesen war. Ich glaube, wir müssen, also es ist aus der tschechischen Wahrnehmung ist es natürlich sehr stark, das hat alles irgendwie geändert. Aber ich würde zuerst sagen, wenn man sich jetzt genau die 70er, 80er Jahre anschaut, ich konnte das noch nicht gesellschaftsgeschichtlich, also auf der niedrigen Parteiebene. Also mich interessierte in diesem Buch, wie wirklich Leute in Grundorganisationen, da habe ich durch Parteiarchive, das sage ich auch sehr abenteuerlich, die Archivarinnen und Archivar, die haben überhaupt nicht verstanden, warum ich dieses Material brauche. Das war wirklich schwierig und da habe ich erklärt, eben, es geht um sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Ansatz und die haben gesagt, aber die Kommunisten, die haben wirklich, das war alles so flach, das werden sie überhaupt nicht finden. Also das ist jetzt nur eine Fußnote auch zu den Quellen. Ich möchte sehr gerne auch über die Quellen auch so ein bisschen mehr Handwerk, aber das wäre auch ein anderer Vortrag gewesen. Aber über die 70er und 80er Jahre, wie gesagt, ich habe diese sozial- und mentalitätsgeschichtliche Sonde noch nicht gemacht, aber habe ich mich mittlerweile auch mit Kunst und auch Film und Literatur beschäftigt. Und in dem tschechischen und polnischen Fall, wenn man sich zum Beispiel die Kinematografie anschaut, die kritische Kinematografie, ich sehe da zum Beispiel sehr viel sozialistische Utopie. Natürlich, man kann immer wieder sagen, die haben es nicht so gemeint, die haben es nur so. Aber also sozusagen diese in Darstellungen, in der Rhetorik, in der Ästhetik sehe ich da sehr viel kritische, sozialistische Perspektive. Also das jetzt zu sagen, 68, alle waren nur Zyniker, Opportunisten, das geht einfach nicht. Obwohl es ist auch sehr schwierig für meine Generation in Tschechien, in Polen, überhaupt Osteuropa, der DDR auch sowieso, darüber zu reden, weil die jetzt, die Zeitzeugen, ich bin nur teilweise Zeitzeuge, die sagen, aber das war gar nicht so. Also die Worte haben etwas anderes bedeutet.
Und also deshalb würde ich jetzt, deshalb freue ich mich eigentlich, dass ich da auch in dem Buch und auch im Vortrag kein klares Ende gesetzt habe, weil für mich ist es jetzt tatsächlich eine Forschungsfrage. Und dann die Forschung zum Spätsozialismus, das floriert jetzt. Die Sowjetforschung mit Brezhnev-Zeit, das ist natürlich sehr populär mit wissenschaftstechnischen Revolutionen. Also da muss man auch abwarten. Ob die Frage ist für mich natürlich, oder auch jetzt für die Rezipienten, inwieweit man gerade den Begriff des Poststalinismus braucht und inwieweit gerade 1956 tatsächlich diese Zeitenwende kommt. Oder können wir da auch andere Zeitenwende? Wie gesagt, ich würde eben Prager Frühling nicht überschätzen. Ich glaube, das wird immer wieder überschätzt, als sozusagen diese Deadlock. Das sollten wir anders sehen. Ans Publikum weiter. Danke. Wie wichtig stufen Sie den Fall Berias ein in der poststalinistischen Geschichte? Mhm. Glauben Sie, wenn es jetzt Khrushchev wäre und nicht Beria, wäre die Renaissance jetzt geschehen oder nicht? Oder wäre es komplett anders in der Dynamik mit dem Ost- und Westbruch? Mhm. Wie es wäre gewesen, ist eine schwierige Frage. Einige Historiker sagen, wir sollten sie gar nicht stellen, aber wir stellen sie immer wieder implizit. Was wäre gewesen, ist immer ein Teil unseres impliziten historischen Denkens. Beria war dann nach Stalins, das ist jetzt bekannt, nach Stalins Tod der Reformer. Der wollte eigentlich in gewisser Hinsicht weitergehen. Von daher könnte man spekulieren, dass es nicht so anders gewesen wäre, vielleicht noch radikaler. Also das ist nicht auszuschließen. Also Beria für mich ist natürlich interessant als der Feindbild des Poststalinismus, eigentlich Nummer eins. Was mit Stalin ist es immer schwierig, denn Stalin, im tschechischen Fall zum Beispiel auf der örtlichen Ebene, war sehr viel Stalin-Unterstützung 1956. Dieses Zitat, das ich genannt habe, das war keine Ausnahme. Es gab viel Stalin-Unterstützung in bestimmten traditionellen Gebieten der böhmischen Länder. In Polen wenige natürlich, aber auch in Schlesien sehr viel Stalin-Unterstützung. Und da würde ich sagen, der Beria kommt als der viel, da kann man personalisieren. Ich habe zwar gesagt, dass der Poststalinismus den Feind eher entpersonalisiert, abstrahiert, aber Beria, der hat immer gut funktioniert. Ich meine, als Monster und also das ist jetzt, ich habe die Frage ein bisschen umgedreht, mal anderes mit der Spekulation, da kann ich wirklich wenig anfangen, aber Beria ist, und die Begriffe, Beriowszczyzna, ja, das kommt auch aus dem Russischen, Beriowszczyzna, und Beriowszczyzna im Polnischen, das ist überall. So der wird, wenn es eine Personalisierung der Personenkult ist, das ist eigentlich, ich meine nicht in der Geheimrede. Im Geheimrede ist Stalin im Zentrum als Person. Aber in dem Alltag, in der, sagen wir, kommunistischen Alltagssprache, März bis November 1956, ist der Beria der globale Feind. Da gibt es immer wieder dann die Nationalen. Die Tschechen haben Probleme mit Slansky, Opfer des Stalinismus und Stalinist. Das war immer ein Problem. Und gerade, das jetzt komme ich zurück zu dieser meiner Gesamtauffassung des Poststalinismus, gerade diese offene, fragende, forschende Geistesituation, das ist etwas, was ich in den Quellen einfach sehr stark finde und dass ich deshalb dieses Argument mit der Offenheit, also es klingt alles ziemlich abstrakt und vage, aber in den Quellen ist es diese offene, unsichere, verzweifelte Einstellung ist einfach überall. Es ist beeindruckend eigentlich. Also soweit zu Beria. Also ich bin auch nicht Experte zu sowjetischen Politikgeschichten, aber das wäre jetzt meine improvisierte Antwort. Wenn man stellen darf. Die noch nicht müde seid. Vielen Dank für den Vortrag, war sehr interessant für mich. Ich wollte Sie fragen, was denken Sie, wann kommt der erste Nürnberger Prozess
der stalinistischen Gräuel und die fanden ja nicht nur in der Sowjetunion statt. Was rechnen Sie, wann und allenfalls in welchem Land, welches beginnt, in Abwesenheit der Mörder, sage ich jetzt mal, was rechnen Sie? Also ich würde jetzt erstmal sagen, was sicher ist, sind so Länder, wo es bald nicht vorkommt, wahrscheinlich in Russland, das würde ich sagen jetzt mit Sicherheit. Also Polen ist natürlich sehr interessant, was jetzt im Bereich der Geschichtspolitik da abläuft. Ich würde jetzt meine Einschätzung, also wenn es jetzt wieder zu einer antikommunistischen Welle überhaupt kommt, wird es in Polen sein, baltischen Ländern, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber auch eher nicht. Aber in Polen, dann wird das in Polen sein und da, ich meine, das ist auch die Zeitfrage. Es sind jetzt 27 Jahre her. Ich glaube, die gegenwärtige polnische Regierung, also die Leute sind natürlich auf der einen Seite, oder Teil von ihnen, ziemlich fanatisch, antikommunistisch. Auf der anderen Seite, der Jaroslaw Kaczynski ist sehr, sehr pragmatisch und klug, politisch klug. Wenn er sieht, das zieht auch nicht mehr in der polnischen Gesellschaft und es zieht nicht mehr, der wird einfach, das vor 10 Jahren haben sie das noch versucht mit der Vierten Republik. Das hat teilweise noch funktioniert. Aber er hat heutzutage viel wirksamere Gegner und Feindbilder als Stalinismus. Also mit Katyn natürlich, das ist jetzt so ein Aufbau gegen Tusk, kann man, aber auch das würde ich sagen, funktioniert nicht wirklich wie... Bitte? Ja, genau, das kommt jetzt. Ja, aber ja, ein Beispiel, das ist eher, ich würde das noch allgemeiner stellen, wenn Sie Wolin und die Massaker, die Frage wäre dann, kann man jetzt überhaupt noch mit Geschichte so stark was so argumentieren? Und jetzt, ob das Stalinismus oder polnisch-ukrainische Geschichtspolitik, das ist eine andere Frage, aber in Ostmitteleuropa generell, wie weit kann man jetzt noch mit der Geschichtspolitik? Ich meine, eigentlich ist die Tendenz, wenn man sich diese Visegrad-Horrorgruppe jetzt anschaut, dann die diese Populisten sehen, dass es mit der Geschichte nicht so wirklich, also Orban, Seman, Kaczynski, sie sind auch sehr, viel zu pragmatisch. Natürlich, in polnischen, in den Regierungskreisen gibt es ein paar wirkliche Fanatiker und so, aber die überwiegen nicht. Deshalb, meine Einschätzung ist eher, dieses geschichtliche Argument wird eher schwächer werden. Aber ich meine, das haben meine polnischen Kollegen vor 10 Jahren genauso gesagt. Wenn Sie jetzt in diesem Band diese Narratives anbauen, da ist ein Beitrag von Maciej Górny, von 2006 geschrieben. In Polen, Geschichtspolitik, alles wunderbar, wunderbare Zukunft, Verständigung mit den Deutschen, europäische Werte. Klar. Und also im Jahr der Erscheinung des Buches. Also ich meine, das ist nur eine Fußnote zu der Frage, ob die Historiker Zukunftsprognosen machen sollten. Meistens sind wir nicht gut drin. Meine Frage bezieht sich auf die Epocheneinteilung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich durfte Sozialismus in Prag selber erleben, bis 68. Bitte? Ich durfte den Sozialismus in Prag selber erleben. Ja. Ich habe also praktische Erfahrung, nebst Theorie. Bis 56 scheint mir, oder 56 hat die oberste Partei und Regierungsebene eingesehen, dass es so wie unter Stalin nicht weitergeht. Mhm. Und darum der ganze Reformprozess, und so habe ich auch gelesen, dass die Rede Chruschtschows interpretiert wurde. Mhm. Man hat weiter anders gemacht, Sie haben es wunderbar geschildert. Und dann kam die 60er Jahre, hat nochmals eine realistische Einsicht, auch oben, ich rede jetzt von der Partei und von der Regierung, dass es doch noch nicht so gut funktioniert. Und da hat man in den Zeitungen, wie Sie gesagt haben, das habe ich selber gelesen, das hat man auch so geschrieben, dass, wenn man das voll, übrigens auch Ota Schick und andere Wissenschaftler haben das auch empirisch nachgewiesen, dass es wirtschaftlich und politisch nicht gut weitergeht und nicht weitergehen kann, dass man Reformen braucht, unbedingt braucht.
Wenn man das Volk gefragt hat, da wurde völlig anders geredet. Völlig offen, negativ und man hat zwar einen Rest der Hoffnung gehabt, aber dass es weiter funktionieren kann, dass es reformierbar ist, aber so richtig dran geglaubt, naja, haben nicht unbedingt viele. Und dann kamen wir die Brezhnev-Doktrin und der August 68 und dann wurde ganz klar, dass es fortan eigentlich nur, dass der Traum wahrscheinlich ausgeträumt ist von der Freiwilligkeit, von der Selbstentwicklung und dass dann wahrscheinlich es nur so weitergehen wird, wenn man Gewalt oder Macht anwendet im strengen machiavellistischen Sinn. Und dann der Realismus überwog dann und die negativen Auswirkungen und so weiter, was wir erwähnt haben, das alles hat dann stattgefunden. Es ging wiederum 12, 14 Jahre, bis wiederum eine Wende eingetreten ist, aber Gorbatschow, der auch gesehen hat, so geht es auch nicht weiter und er hat das sehr radikal versucht und auch durchgezogen. In dem Sinne vielen Dank für das Referat und für die anderen. Ja. Für mich noch der letzte Punkt. Die Medien, die Zeitungen, die Kultur, alles wurde zensuriert, reglementiert. Ja. Da durfte nichts frei geschrieben werden. Drum auch die Redewendungen und die Zitate und die Filme und so weiter. Die gingen eben an die Limite, so habe ich auch vorhin gehört. Ja. Um das zu sagen, das Volk, das hat eine klare Sprache gesprochen. Ja. Ja, mit der Periodisierung, ich meine, in meiner Sicht wurde diese ganzen eben dieses Prinzip, lass uns das wieder neu machen, das ist etwas, was 56 entsteht. Ja, und da ist die Frage, kann man dann die Perestroika auch gewissermaßen, natürlich, ich meine, es gibt gewisse Punkte, wo Gorbatschow ganz direkt dann nicht, der Khrushchev war eigentlich problematisch, aber Rückkehr zum Lenin, zum Leninismus ist zentral für Perestroika. Also jetzt suchen wir wieder den wahren Leninismus. Ich glaube, was der große Unterschied ist, und das glaube ich wirklich, das ist, dass wir können da so wirklich simplifizieren, der Stalinismus auf der einen und der Post und alles anderes auf der anderen, ist einfach, dass überhaupt die Ideologie im Poststalinismus so offen wird. Es wird verhandelt, Sachen, Begriffe müssen ausgelegt werden, immer wieder neu verteidigt. Im Stalinismus ist das der Stalin. Das ist der einzige, ich meine, Ernst Bloch schreibt das in seinem, hat einen kurzen Text geschrieben über die Geheimrede und den 20. Parteitag und der hat eine Definition von Ideologie im Stalinismus, im Poststalinismus. Er sagt, im Stalinismus, der Stalin ist der einzige, der nicht in Zitaten spricht. Der Stalin ist der einzige, der nicht zitiert. Ja, und die anderen machen nur Zitate. Das ist etwas, was dann mit der Ausscheidung von Stalin endet. Und dann kommt eben diese ideologische Situation, dass wir, mit dem Glauben ist es ja schwierig, da, wenn es jetzt auch Frühneuzeitler oder andere, die haben so Glaubengeschichte, ist ein großes Thema. Das sollte auch ein Forschungsbereich auch gemacht werden. Was heißt das tatsächlich dann, für die Kommunisten zu glauben oder nicht. Das klingt sehr einfach, aber ich meine, das könnte sich man vergegenwärtigen. Ich meine, woran glauben wir jetzt? Also glauben wir an kapitalistischen Werte? Das ist eine Frage. Und 1975 die Frage, glauben die Leute an den Kommunismus? Das kann man vergleichen. Glauben wir an den Kapitalismus? Und trotzdem, Kapitalismus existiert und floriert. Und ob wir glauben oder nicht, das ist eine sehr komplizierte Frage. Inwieweit wie und wie wir an Kapitalismus glauben. Das ist ein System, in dem wir leben. Da irgendwelchen Glauben haben wir offensichtlich. Implizit, explizit und so. Und so kann man, natürlich war es anders, weil es gab Zensur, es gab Herrschaftskontext und so weiter. Aber Leute hatten Alltag. Und gewisse Glaubensrituale gab es und ich will das natürlich nicht relativieren jetzt, damit mir nicht vorgeworfen wird, dass ich sage, wir leben immer in einem Herrschaftssystem, vielleicht so. Und mit Weber, so wirklich wertfrei, wertneutral, analytisch. Man sagt sehr oft, das ist jetzt ein bisschen aktualisierend, im Sozialismus hat man in Arbeit, in der Öffentlichkeit irgendetwas gesagt, ritualisiert und dann zu Hause
zu der Frau oder in der Kneipe hat man alles gesagt, das war alles anders, alles ist Lüge. Und ich meine, heute gibt es, oder im demokratischen, kapitalistischen Sicht, gibt es ähnliche Rituale. Also wir reden, wir benutzen andere Sprache, zum Beispiel, wenn wir uns um eine Stelle bewerben, in einer Firma. Da sagen wir immer, wir sind flexibel, wir machen alles, was der Chef sagt. Und wir sind so. Und dann bekommen wir die Stelle nicht und kommen dann nach Hause zu der Ehefrau und sagen, nee, das ist alles Lüge. Das ist völlig anders. Ich will das nicht relativieren, aber ich will nur zeigen, dass es diese alltagsgeschichtliche Zugang, der ermöglicht einfach gewisse so eine andere Perspektive an das, wie diese Systeme funktioniert haben. Weil wenn man gar nicht, oder die Frage könnte auch gestellt werden, okay, die Leute waren, die haben die Systeme nicht unterstützt, aber die waren auch nicht dagegen. Und dieses Nicht-Dagegen-Sein, das ist ein riesiger Bereich, wo, glaube ich, die Forschung sich lohnt. Und zu einem besseren Verständnis dessen, warum diese stabilen Zeiten waren stabil. So würde ich das, aber ich entschuldige mich für diese aktualisierende Vergleich, aber ich will dann klar machen, wie man an Geschichte auch anders als einfach zu sagen, die haben nicht geglaubt, alles war nackte Gewalt. Das ist eine Erklärung, die eigentlich keine Erklärung ist. Das wissen wir, da brauchen wir keine Forschung. Vielleicht ist auch möglich, wenn die Wissenschaftspolitiker sagen, so Kommunismus wurde erklärt und Osteuropa-Geschichte wird jetzt gestrichen. In Bern und überall. Nur eine abschließende Frage, die mir jetzt quasi auch während dem Reden gekommen ist mit der Berjowschina, ist denn, würden Sie 56 auch als den Punkt eigentlich sehen, wo die Entwicklung in den, vor allem in den ostmitteleuropäischen Staaten, vielleicht auch in den südosteuropäischen, wirklich weggeht, wo sich irgendwie die Wege von Sowjetunion und den nationalkommunistischen oder Volksdemokratien trennen, in dem Sinn, dass wir in der Sowjetunion halt doch eine andere Entwicklung haben. Ja, dieser wo quasi der Rückgriff auf Lenin viel stärker ist, ja, während in den anderen Ländern der Rückgriff auf die Nation jetzt kommt und sich da eigentlich wirklich dann die Wege auch teilen. Mhm. Also nicht, dass sie besonders freundschaftlich waren vorher, aber ja, das ist auch eine Frage. Das ist ja ein Kernpunkt, dass es so wie ein Moment gibt, wo sich das Verhältnis nochmal ändert. Zwei Sachen. Die erste Sache, das haben Sie richtig angesprochen, das ist dieser Begriff Sowjetisierung. Wir wissen eigentlich auch nicht wirklich so genau, wie die Sowjetisierung lief. Es gibt jetzt ein Projekt von einer amerikanischen Historikerin, die macht jetzt transnationale Geschichte der Staatssicherheiten 45 bis 53 und schaut auf, wie die Tschechen nach Ungarn fahren und dann Foltermethoden gelernt haben, so eine Kulturtransfer. Und aber generell will ich sagen, dass wir wissen, also diese Sowjetisierung, ich meine, John Connolly in dem Buch über die Captive Universe hat das gezeigt, hat dieses Begriff von Selbstsowjetisierung, dass eigentlich die einheimischen Quellen immer wichtiger waren. Und dieser Transfer, es bleibt eine Frage. Aber nach 1956, man müsste natürlich diese Entsowjetisierung und Nationalisierung auf verschiedenen Gebieten erforschen. Aber es gibt genug Beispiele. Also ich kenne zum Beispiel die Intellektuellen und Wissenschaftsgeschichte Polens. Die haben wirklich extrem wenig geschaut. Seit in den 60er Jahren die Soziologen, da hat niemand wirklich, russische Literatur wurde zitiert, aber wenig. Ein anderes Beispiel, Sie haben Ota Schick, also der hat, ich habe mich jetzt auch nur ein bisschen beschäftigt mit den Wurzeln der Wirtschaftsreform und die haben die Russen wirklich nicht gekannt. Also Schick selbst, also die konnten sie, aber sie haben sie nicht rezipiert. Also von den 60er Jahren auf dieser Ebene der Wissenschaften, so da würde ich jetzt sagen, anhand dessen wenigen, was ich weiß, dass es tatsächlich die Wahrnehmung ging, also die war immer schwächer. Also von den Berjowschina ist eine andere Sache, das war ein Feindbild. Ja. Aber jetzt dann in den 60er Jahren, da musste man wieder etwas Positives aufbauen und
da haben die Intellektuellen tatsächlich, würde ich sagen, sehr stark in den Westen geschaut. Auch auf den marxistischen Westen natürlich, das ist eine andere Frage. Ja. Ja, es gäbe sicher noch viel zu diskutieren, aber wir sind schon lange hier. Ich möchte Ihnen ganz herzlich nochmal danken für diesen Vortrag und Ihnen allen danken fürs Kommen. Ich hoffe, Sie sind in 2 Wochen wieder da. Wir haben eine Podiumsdiskussion, ich freue mich schon sehr drauf, zum aktuellen Umgang mit 1956, vor allem in Ungarn, in der Öffentlichkeit, in der Geschichtspolitik, auch in der Wissenschaft. Ich glaube, es wird sehr spannend und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Danke schön.